Und wir sind wieder zurück bei Dragon Age Origins, Lilianas Lied. Wir haben uns mit Liliana hier aus dem Kerker befreit, haben die Kirche quasi kennengelernt und ja, die ehrwürdige Mutter Dorothea. Unsere Marjolaine hat sich Kommandant Rayleigh als Eskorte gesichert, um Ferelden zu verlassen. Zweifellos erwartet sie Vergeltungsmaßnahmen für ihre Verbrechen. Und es wäre doch wirklich zu schade, wenn ihre Erwartungen enttäuscht würden. Sagt mir, wo ich Marjolaine finde. Ich hoffe, ihr tut dies aus euren eigenen Beweggründen. Wollt ihr eure kostbaren Papiere zurück oder nicht? Nicht, wenn dadurch noch mehr Leid entsteht. Betrachtet es als Teil meiner Berufung, derartige Bedenken zu haben. Die Angelegenheit betrifft nicht nur Marjolaine und mich. Ich hoffe, sie wusste nicht, was Rayleigh euch antun würde. Allerdings bin ich in derartigen Dingen manchmal ein wenig naiv. Ich muss zwar für den Kommandanten beten, aber ich wäre nicht traurig, wenn diese Welt von ihm befreit wäre. Er eskortiert Marjolaine zum Wachen Meer. Sie wird dort auf ihre Überfahrt warten. Ich habe euch einen Weg aufgezeigt. Seid vorsichtig. Ja, den Weg der Kirche und Marjolaine zu finden war nicht schwierig. Sie wusste, dass ich kommen würde, denn genau das hätte sie auch getan. Jämmerliches Mädchen, ihr seid im Herzen Fereldens. Was erhofft ihr euch eigentlich? Hör auf den Kommandanten, meine Schöne. Du hast keine Chance. Ich glaube schon, dass wir eine Chance haben. Ja, Soldaten. Oh, ich muss noch Wolki beschwören. Ich hab's vergessen hier. Ja, hauen wir mal ein bisschen hier den Fernkämpfern aufs Maul. Ich werde diese Gelegenheit nutzen. Und nun schleife ich Merrick in den Krieg gegen Orlais. Also noch einer, der quasi gegen... Nicht mal eure Armee konnte dieses Land halten. Der quasi für den Krieg gegen Orlais ist. Ja. Ich denke schon. Kommandant Rayleigh wollte seinen eigenen Privatkrieg mit Orlais. Alles, was mich interessierte, war jedoch, dass er zwischen Marjolaine und mir stand. Oha. Sandlauerer. Ganz so viel. Ja, wie ich sagte, das ist ganz so süß. Habe genug! Hier zeige ich! Du wirst schon sehen! Jetzt seid ihr der Anführer, nicht? Dann haben wir doch einfach hier oben. Das war's für dich! So. Und weiter geht's. Solange wir noch Mana haben, warte ich auch nicht, bis wir geheilt sind, um weiterzuziehen, weil, ja. Ach, guck mal, da ist er ja, der Kommandant Rayleigh und ein abgerichteter Bronto. Yay, ich speichere mal ganz schnell zwischen. La-di-da-di-da. Okay. Liliana, ruf mal bitte Wolfi jetzt doch. Ich habe gesagt, ruf Wolfi. Auch ein abgerichteter Bronto ist für uns jetzt kein Hindernis. Kümmern wir uns um den Herrn dieser Bestien und um Marjolaine. Und um die Papiere. Leben hängen davon ab. Und um die Papiere. Hure. Du wolltest es so! Warum habt ihr nicht gesagt, dass ihr noch mehr von meinen Männern... Keine Gnade! So redet man aber eigentlich nicht mit einer Dame, Freundchen. Warum kriegt ihr jetzt Dinge aufs Maul?
Ja, dann haut mal bitte den Magier fort, Leute. Das wäre ich. Natürlich. Und einfach mal drauf jetzt. Genau. So, okay. Und ich finde es leicht, Spielchen mit kurz. Kommandant Rayleigh zu spielen. Was haben wir denn da bekommen? Himmelszorn. Ja, den nehme ich mit. So, alle wieder voll. Dann warte ich mal ganz kurz, bis wir den Cooldown hier ein bisschen, ne, bis der ein bisschen abgetickt ist. Nur, dass da jetzt nicht gleich der nächste Kampf beginnt und wir dann Wolfi nicht rufen können. Das wäre natürlich ärgerlich, ne? Kommandant Rayleigh wollte seinen eigenen Privatkrieg... Achso, Moment. Das hatten wir schon. Dass Kommandant Rayleigh seinen Privatkrieg wollte. Erregt. Aua. Findet ihr das okay, hier einfach so Dinge zu tun, die mir wehtun? Du wolltest es doch! Ich finde das gar nicht so okay. Das will ich. Ich lasse mich nie wieder einsperren. Genau, ich lasse mich auch nie wieder einsperren. Ist das Win? Jeder. Ich dachte, das war gerade aus wie Win. Okay. Ich zeige euch, wie man ein Haustier zählt. Immun gegen Feuer, ich bin ja auch blöd. Ja, okay. Aber er ist tot. Auch ohne Flammen. Oh, jetzt fängst du direkt an hier. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Machen wir das so. Machen wir so. Und du gehst bitte gleich mal ran. Silas. Kriegst direkt eine Heilung. So, und dann hier auf den Magier drauf. Hey, das ist die Magierin tot. Das Licht soll ich holen. Ich bin dran. Nie im Leben. Du wolltest es so. Ah, wenn ich keinen Mana mehr hab, dann... Ach so, deswegen hat jetzt... Es hat nur, keine Ahnung, wie lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass nicht Wins KI diese Aura deaktiviert ist, sondern die Aura die automatisch deaktiviert ist, wenn man keinen Mana mehr hat. Das hätte an mir auch mal gesagt werden müssen. Ne? Ihr seid besser, als Marjolaine behauptet hat. Die Baden von Olay werden ihrem Ruf gerecht. Ich mochte das ängstliche Mädchen in meiner Zelle. Schubs ihn. Olay und Ferelden werden von eurem Vermächtnis erfahren, nachdem ich meinen Spaß mit euch hatte. Ja, ich glaube, das klang ziemlich matsch. Alles her. Das ganze Töten. Der Spaß ist größer, wenn die Sache persönlich ist. So ein kleiner Knall, Marjolaine. Was hat dir die reizende Mutter für ihre Papiere angeboten, ne? War es so unterhaltsam wie das, was ich getan habe, um sie zu bekommen? Du willst mich noch immer verletzen. Warum? Wie unschuldig du doch bist. Deine Bedenken waren eine Gefahr für mich. Ich wollte nur einen Ausweg. Für uns. Ach, meine Schöne. Ich wusste genau, dass es so enden würde.
Du musstest dich gegen mich stellen. Ich hätte es auch getan. Nur, ich war schneller. Wir sind gleich. Nein. Ach, und doch stehst du hier. Mit gezogener Waffe. Nein, eigentlich habe ich die Waffe weggesteckt und wir sind absolut nicht gleich, Marjolaine. Du hast nichts mit Liliana zu tun. Also gar nichts gemeinsam. Ja. Dein Misstrauen hat dich zerfressen. Habe ich dich jemals gekannt? Wären die Rollen vertauscht, müsstest du immer meine Klinge fürchten. Marjolaine, wir sind gleich. Nein. Wollt ihr ein Geheimnis erfahren? Diesen Moment behalte ich für mich. Denn ich weiß nicht, welches Ende angemessen ist. Die Wahrheit dieser Geschichte ist, dass ich wählen konnte. Der Rest ändert sich je nach Publikum. Alles ändert sich. Wenn man ein Ziel hat. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, hier kommt keine großartige Musik mehr. Es läuft so ein ganz bisschen was im Hintergrund, wenn ihr es hört. Aber das war der erste DLC zu Dragon Age Origins, Lilianas Lied. Wir haben ja gerade schon die Credits, die hier auf Englisch durchlaufen. Und ich finde das Ende sehr schön, von wegen, ja, das Ende ändert sich je nach Publikum. Es ist nur wichtig, dass ich wählen konnte, weil sie nicht weiß, welches Ende angemessen ist oder angebracht ist. Aber so haben wir quasi jetzt erfahren, wie Liliana zur Kirche gekommen ist, was es mit Marjolaine wirklich auf sich hatte. Und obwohl es nur ein recht kurzes DLC ist, finde ich von der Kurve her, von der Spannung her, angefangen auf dem Markt, wo man die ganzen Items vertauscht und so ein bisschen, ja, ein paar Streiche spielt. Und das ist alles relativ kindlich und unbefangen, sag ich mal. Dann bei der Einbruch, bei dem man schon merkt, irgendwas stimmt nicht. Man sieht Marjolaine mit diesem Soldaten, mit Rayleigh, und man merkt schon, irgendwas ist komisch, irgendwas passt nicht zusammen. Bis zum Ende, oder sag ich mal, bis zu der Tatsache, dass sie einen verrät, und die Rache, die man danach nimmt. Es ist alles eigentlich sehr schön in sich abgeschlossen. Das finde ich jetzt, ich finde es gar nicht so schlecht. Ich habe mir auch überlegt, wie ich das mit der Folgenlänge machen soll. Ich werde die Folge als eigenständige Folge lassen. Ich werde die nicht irgendwo dran schneiden oder dran geschnitten haben. Wenn ihr hier seid, ist es ja schon passiert. Und ja, dann ist die Folge halt einfach ein bisschen kürzer. Ich werde die Credits jetzt noch durchlaufen lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder, wenn wir mit Awakening weitermachen. Davon gehe ich aus, nochmal 10 bis 15 Stunden Spielzeit. Das ist eindeutig das größte DLC, ist auch eine eigenständige Erweiterung tatsächlich. Mit der werden wir weitermachen, einfach weil es storytechnisch so am meisten Sinn macht. Und bis dahin, ciao, ciao.